Als im Jahre 1969 die SPD die Regierung von der CDU übernahm, waren die Arbeitsplätze sicher, die Staatsfinanzen geordnet, die sozialen Kassen gefüllt und die Währung stabil. Heute, nach 13 Jahren SPD-Herrschaft, haben wir Massenarbeitslosigkeit, eine Welle von Konkursen und eine gigantische Staatsverschuldung. Wissen Sie, wie hoch die Staatsverschuldung insgesamt im Jahre 1969 war? Als wir noch an der Regierung waren, die CDU, es waren genau 45 Milliarden Mark. Heute sind es über 300 Milliarden Mark. Das ist genauso viel, wie wenn seit Christi Geburt jede Sekunde 5 Mark Schulden gemacht worden wären. Dazu kommt, wie wir alle wissen, dass geliehenes Geld teuer ist. 1970 zahlte der Bund an Zinsen so viel wie für die gesamte Entwicklungshilfe, nämlich 2,3 Milliarden Mark. 1983 muss der Bund an Zinsen so viel zahlen wie für die Entwicklungshilfe, den Wohnungsbau, die Bildungspolitik, die Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zusammen, nämlich 28 Milliarden Mark in einem Jahr. Das bedeutet, dass der Finanzminister jeden Tag 77 Millionen an Zinsen für die Schulden bezahlen muss, die uns die SPD hinterlassen hat. Auch der Gutwilligste muss zugeben, aufgrund dieser Tatsachen, die SPD versteht nicht viel von der Wirtschaft und sie kann nicht mit dem Geld umgehen. Das ist inzwischen eine Volksweisheit geworden. Darüber freut sich gewiss niemand, aber es ist nun einmal so. Wenn es mit der Wirtschaft wieder aufwärts gehen soll und der Staat seine Aufgaben erfüllen soll, dann müssen wir gemeinsam die Sache anpacken und es geht ja auch schon wieder los. Die Zinsen sinken, die D-Mark nimmt an Wert zu, die Preise sind stabiler geworden und es wird wieder gebaut. Helmut Kohl. Seine Regierung hat die Weichen für den Aufschwung gestellt. Es geht wieder aufwärts mit Deutschland. Sie haben zwei Stimmen. Mit der Erststimme wählen Sie Ihren CDU-Kandidaten. Mit der Zweitstimme entscheiden Sie, wie stark die CDU im Bundestag sein wird. Und dass Helmut Kohl seine Arbeit als Bundeskanzler fortsetzen kann. Aufwärts mit Deutschland. Jetzt den Aufschwung wählen. CDU.